Das ist Johannes Schlüthür, Propagandaminister von Tayyip Erdogan. Der türkische Ministerpräsident hat ihn angestellt, weil er mit der Demokratie so seine Probleme hat. Er will lieber Diktator sein und Schlüthür soll ihm dabei helfen. Schlüthürs großes Vorbild als Diktator ist Wladimir Putin. Deshalb soll Erdogan alles ganz genauso machen wie der russische Präsident. Ja, um den Putin zu überholen, da müsste der Erdogan noch mehr Unterdrückung irgendwie aus der Wunderlampe zaubern. Aber der Erdogan ist ja nicht so der Aladdin, der ist mehr so das... Das Aladdinchen. Das Aladdinchen, ja. Das Aladdinchen. Genau. Schlüthür arbeitet mit allen Propagandatricks. In einem Musikvideo versucht er zusammen mit Erdogan, die türkische Protestbewegung niederzumachen. Bei einer Demonstration hatten Geschosse der Polizei einen Jungen getötet. Selber schuld, singen Schlüthür und Erdogan. Ich sag, der Typ war ein Terrorist. Und wenn das nicht die Wahrheit ist, dann ist mir das Latte, Latte, jo. Latte, Latte, jo. Mit Schlüthürs Hilfe hat Erdogan nicht nur die Presse zensiert, sondern auch den Internetdienst Twitter verboten. Ja, über Twitter wurden ganz viele Lügen verbreitet oder Fakten, keine Ahnung, dass Erdogan und seine Leute alle korrupt sind, ne? Deshalb hat Schlüthür aus Twitter Twitter gemacht. Das neue Logo Kopftucheiche passt zur Islamisierung der Türkei und regierungskritische Äußerungen werden sofort automatisch geändert. Sie können ja nicht ein ganzes Medium verbieten, nur weil dort einige offen ihre Meinung sagen. Doch, wir können sogar noch viel mehr. Zum Beispiel wird ja beim Friseur viel über die Regierung gelästert und deshalb werden ab Montag alle Friseure verboten. Was? Johannes Schlüthür. Ein Mann verändert das Gesicht der Türkei.